YouTube, der Chat begrüßt euch jetzt herzlichst mit Tribal Chief Fingern, denn ich als Champion heiße euch herzlich willkommen am Head of the Table und zu Saison Nummer 2 im MyGM-Modus. Ihr habt es euch gewünscht in den YouTube-Kommentaren. Ich habe extra gefragt, was wollt ihr sehen, was wollt ihr haben? Sollen wir nochmal neu anfangen mit neuem Roster? Sollen wir in eine Season 2 gehen? Ihr habt gesagt Season 2, also machen wir Season 2. Guckt, da flattern die Finger nur rein für euch auf YouTube. Ja, das ist euer Willkommensgruß heute. Also machen wir das. Wir haben ein bisschen was zu tun. Wir haben Mania dominiert. Wir sind auf Platz 1 rausgegangen. Und jetzt geht's mit hoffentlich einem erfolgreichen Weg weiter. Und natürlich, für euch auf YouTube, halte ich den Titel in Ehren auf meinen Schultern. Es ist ein wunderschönes Bild. Ein wunderschönes Bild. Falls ihr es noch nicht getan habt, ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Das hilft enorm. Vielen Dank für den unfassbaren Kanalwachstum. Ist das richtige Wort? Kanalwachstum, ja. Der letzten Tage und Wochen. Es ist unfassbar, was da im Moment passiert. Macht gerne weiter so. Pusht es und vielleicht passiert ja dadurch irgendwann mal was Großes. Aber ich bin euch auf jeden Fall sehr dankbar für den Support und dass euch der Content so gefällt. Und mit diesen Worten schalten wir uns ein in das Spiel. MyGM. Dann könnt ihr das schöne Bild nochmal sehen. Mit über 180.000 Fans, naja, knapp 180.000 Fans auf Platz 1. Vorsprung. Und guckt ihr mal an, wie abgeschlagen die anderen sind. Ach, ist, nee, Quatsch. KI ist, was erzähle ich denn? Ist ja sogar noch mehr. Bei Fantechnik nur 200.000. Okay. Was mache ich denn? Es geht schon los. Wir sind schon im Draft. Hilfe. Wir haben ja schon unsere Picks gemacht. Die habt ihr, glaube ich, in der letzten Folge gesehen. Ich hoffe es. Ich hoffe, ihr habt das in der letzten Folge gesehen. Ah, da sind unsere. Ja, man sieht's. Also, falls ihr es in der letzten Folge nicht gesehen habt, dann seht ihr es dort. Dass sich Red Dead Redemption 2 aktualisiert hat. Und darunter seht ihr unsere drei Picks, die wir behalten haben. Ja. Wir sind mit R-Truth gegangen, weil der einen guten Pop hat. Gutes Level mit Carmella. Wir haben so ein bisschen geguckt, dass wir noch ein bisschen Geld behalten. Und Muhammad Ali, der hat einen 94er Pop, ist unser Champion. Carmella hat einen 79er Pop. Und da müssen wir jetzt ein bisschen unser Roster drum aufbauen. Wir hatten Gunther ja schon bei uns, deswegen würde ich Gunther schon mal außen vor lassen. Wen können wir nehmen? Scarlett hat Level 21. Boah, Cody hat nur einen 60er Pop. Aber 5 von 5 Promo. Aber so richtige Knaller sind hier nicht drin, ne? Wie immer hart. So. Können ja erstmal so ein bisschen durchskippen. Baron. Das wäre aber auch schon wieder das Gleiche. Also komischerweise von uns. JD McDonaghan wäre halt irgendwie geil. Also der wäre natürlich, der ist halt ein krasses Paket, ne? Der hat 89,75. Aber den haben wir halt schon gehabt. Wir könnten sagen, wir gehen nochmal mit dem. Aber irgendwie finde ich das doof, wenn wir nochmal mit jemandem gehen. Wir gucken mal nach den Preisen. Lass mal nach Kosten sortieren. Das ist eigentlich immer so mit der beste Indikator. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Banger. Bailey hatten wir auch. KO hatten wir nicht. Tiffy ist krass. Kostet zwar auch eine Stange Geld, aber dann Carmella oder Tiffy, die könnten wir auch im Heads-Up machen, weil die halt Spezialistin ist. Hat halt nur Level 10. Aber ja, 3 von 5 Promo, okay. Aber die kriegen wir ein bisschen. Ich nehme Tiffy. It's Tiffy time! NXT 2.0 Picks. Und wir können direkt nochmal einen Pick machen. Stimmt, wir haben ja Dings angemacht. Boah. Gehen wir nochmal mit Gunther und geben Gunther den Run gegen Muhammad Ali? Season 2. Sagt ihr Team Gunther ja oder nein? Komm, Gunther nehmen wir noch mit. Und danach gucken wir mal ein bisschen nach Low Budget. Wir sind ja auch die wenigsten behalten durften, ne? Bedenkt das, weil wir Erster waren. Wir müssen halt am meisten Geld ausgeben. Dann gucken wir jetzt mal ein bisschen günstiger. Ich nehme Ilja mit. Ey, wir können... Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Rhea nicht mitnehmen. Das bringe ich nicht übers Herz. Wenn Rhea auf dem Markt ist, muss ich die mitnehmen. Was denn mit Tiffany gegen Liv Morgan? Ja, komm, also wenn ich schon ausspreche, wenn ich will. Komm, wir machen es. Ja gut, ich habe verstanden. Zwei Männerriesen. Boah, Braun sieht auch gut aus. Ist aber auch teuer mit 300. Aber guckt mal, der hat 70-60. Braun Strowman. Und dann vielleicht noch Axiom. Ich nehme Braun Strowman und Axiom noch mit. Wenn wir da noch zu kommen. Wenn Axiom kein anderer pickt. Und dann bin ich raus. Und dann bin ich raus aus dem Draft. Ist mal ein bisschen frischer Wind, wisst ihr? Okay, das ist ein stabiles Roster.
Muss man Eric lassen. Also da zieht er auf jeden Fall ein bisschen an. So, wir nehmen noch Axiom. Ich gehe mit 300 raus. Ich glaube, das reicht erstmal. Guck mal. Hä? Ich finde das stabil. Eine sehr, sehr geile Women's Division. Ilja, Gunther, Mohammed, R-Truth. Guck mal, was ECW noch macht. ECW hört auch auf. Ist ja ein Witz. Mick, mach einen Daumen runter. Ich kann das nicht mehr. Mick, mach einen Daumen runter jetzt. Okay, SmackDown bläht das. Das ist ja noch schlimmer. Ich bin Roster. Sollen wir wetten? Halla, Halla, Halla spielt uns gleich komplett an die Wand, Alter. Was ist das denn? Xia Li, Fallon Henley. Gut, Dijak ist geil. Damon Kemp. Wir haben das kleinste Roster auf jeden Fall. Aber das heißt nichts. Das heißt nichts. Wir gehen rein in Woche Nummer 1 WWE Backlash Season 2. Ich war mehr als zufrieden mit der Arbeit, die du letztes Jahr bei NXT 2.0 geleitet hast. Ich glaube aber, dass SmackDown dieses Jahr stärkere Konkurrenz machen wird. Also sei auf der Hut. Will ehrlich sein, ich verstehe nicht wirklich, warum die Fans letzte Saison lieber NXT 2.0 als SmackDown gesehen haben. Aber jeder hat ab und an mal Glück. Du hast dein Halla, Halla, Halla vergessen, weil viel mehr hast du auch nicht. Ihr habt keine Chance gegen uns. Mach dich ab, setz dich hin, Teddy, und nimm dir einen Keks. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich vorhabe, WCW zu Nummer 1 zu machen. Und zwar dauerhaft. Ich habe dein Roster und die nötigen Fähigkeiten. Ja, ja, das habe ich letztes Jahr gesehen. Ich habe deinen letzten Draft gesehen, Alter. Ist halt sehr schade. Wir hatten nachher so geile Sachen mit Taker und sowas. Also das war schon geil zum Ende hin. Was haben wir hier für Vorgaben? Wir haben 307 auf dem Konto. Buche deinen beliebtesten Superstar mit folgenden Eigenschaften diese Woche nicht für ein Match. Cruisern, dafür bekommen wir das Sonderangebot. Wenn ich das richtig verstanden habe, resetten sich zur neuen Saison alle Machtkarten, aber ich kriege meine alten wieder. Alle Promos sind diese Woche kostenlos und erzielen das doppelte Ergebnis. Moral-Push, wir haben einen Tables-Boost und ein zufällig gebuchtes Falls-Count-Anywhere-Match in deiner Show hat eine höhere Bewertung als normal, 66k. Das wäre mein nächstes Ziel. Wir würden hiermit richtig, richtig Schotter machen, jede Show. Könnten wir uns sogar leisten, Stand jetzt. Müsste man überlegen, ob man das nächste Show vielleicht sogar macht. Gucken wir mal, warum wir hier so hingehen wollen. Wir haben Bruiser gegen Kämpfer. Zack, passt. Braun Strowman müsste schon mal einen Turn machen, finde ich. Direkt schon mal ein Ausrichtungswechsel. Strowman wird Heel. Dann, okay, wollt Mami als Face haben, dann kriegt ihr Mami als Face. Wir kriegen jetzt schon Probleme. Gut, dann zählt man doch ein bisschen wenig mit Promos und so. Aber wir brauchen ja hier den Ausrichtungswechsel. So, eigentlich auf dem Papier voll das geile Triple Threat. Gut, R-Truth. Dann bräuchten wir hier. Aber Rhea. Haben wir hier einen coolen Jobber? Es sind nur Frauen drin. Gut. Kämpferin. Also entweder eine Bruiserin-Face oder. Dann nehmen wir Ignition. Nehmen die einfach mal als Filler für eine Woche. Können sie sich ja nächste Woche nochmal anbieten. Und dann machen wir sie gegen Ignition. Und dann können wir hier den Ausrichtungswechsel machen und hier den Ausrichtungswechsel. Das klingt doch erstmal gut. Passt doch. Ist jetzt nicht so perfekt, aber ey. Oh, wir können es mal versuchen. Lass mal versuchen. Ich will einfach mal so learning by doing. Nehmen wir die mal und die sollen mal Werbung machen und Geld reinspielen. Popularität kann ja sinken. Ist mir eigentlich egal. Ja, machen wir das so. Dann haben wir hier dann schon mal das, was uns die nächsten Matches generiert. Hier haben wir einfach ein cooles Showmatch. Wertlos. Fädenaufbau. Ganz großer Fädenaufbau. Sieht doch gut aus. Sieht erstmal gut aus. Ich glaube, eine Show können wir ruhig mal abgeben. Was haben wir an Herausforderung? Ändere die Rolle von 10 Superstars. Verdiene insgesamt 225 Popularität. Gib mindestens 1 Million für Shows aus. Erreiche einen Kontostand von mehr als 400.000. Okay, das könnten wir schon mit dem nächsten Mal hinkriegen, was gut wäre. Erreiche einen Kontostand von mehr als 600.000. Das wäre wirklich wichtig, weil dann könnten wir nochmal mit Homecoming könnten wir unsere Frischfleisch-Kombo wieder machen. Ist geil, ne? Das ist wirklich geil an dieser Frischfleisch-Nummer, an der NXT 2.0-Geschichte, was du da kriegst. Das ist richtig gut. Hierfür würden wir ein Sonderangebot kriegen, wenn wir ein Match nicht booken. Cruiser. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Können wir jetzt in der ersten Woche nicht so viel Rücksicht drauf nehmen. Geh mal rein! SmackDown, gucken wir uns mal so die ersten ein, zwei Sachen an, so mal so einen leichten Geruch zu kriegen, leichten Stallgeruch, was so passiert. Ah, die starten gut. Okay, Kurve ist gut. Ich schaue ein bisschen NXT, ja. Oh, krasses Booking. Alter, nicht schlecht für die erste Show. Extreme Rules.
Ich sage euch, ich gebe denen 3 Wochen ein. Dann sind die alle schon wieder komplett am Hintern, was Ausdauer angeht. Und haben wieder nur Verletzungen. Sollen sie mal ihre Extreme Rules Matches booken, Tables Matches. Ich habe gerade ein bisschen Anlaufzeit. Ich kann. Ich habe Vorsprung. Ich habe 2 Hall of Fame Trophäen. Ich habe gut an Fans Vorsprung. Ich nehme die Zeit. Ich baue erstmal. Ich baue erstmal auf. Komm mal. Aber guten Pop haben die alle. Scheiße. Ein bisschen Angst. Okay, die war sehr krass, die Show von ECW. Vielleicht hätte man doch mehr Leute mit Pop nehmen sollen. Wir haben viel zu wenig Pop, wenn ich das so sehe. Alter, was bucken die denn alle? Jey Uso gegen Damien? Guck mal, das war unsere Indie. Ich vermiss dich. Aber erfolgreicher ist die da auch nicht. Und Seth, Omos, Randy. Seth gewinnt. Eingreifen, Elton Prince. 4 Sterne. Die haben die Messlatte ganz schön hochgelegt. Ich habe kein gutes Gefühl. Aber wir müssen auch, wir brauchen 1-2 Wochen. Ich sag, wir brauchen so 3. Woche sind wir da. Guck mal, haben wir Minus mitgemacht. Wissen wir da schon mal Bescheid? Machen wir nicht mehr. Ey, komm bitte, reißt ein bisschen was raus, Jungs. Oh, Gunther ist Champion. Okay, die beiden haben geliefert. Der Rest war... Das Ende war gut. War gut. Und da haben wir eine Rivalität aufgebaut. Ja, ja. Wichtig ist mir aber erstmal das Geld. 43.000 Fans. 74. Und wir haben gemacht... Viel zu wenig, aber ist okay. Aber 135.000. Also wir haben geldtechnisch gut angezogen. Das ist sehr gut. Wir bekommen To the Moon. Kann auf Superstars angewendet werden mit weniger als 60 Beliebtheit. Das ist kein Problem. Geld sieht gut aus. Fans sieht auch noch gut aus. Also wir haben noch 200.000 Fans Vorsprung. Das beruhigt mich noch ein bisschen. Es geht wieder genau da los, wo es aufgehört hat mit Halalala. Ich kriege wirklich Brechreiz bei dem Mann. Es reicht, Teddy. Du willst Krieg? Den kriegst du. Das hat der. Ja, du bist 1 Woche da. Was ist dein Problem? Habe eine Training mit meinem Kostüm. Wieso kriege ich diese Kostümpanne jede Bumswoche? Jedes Mal. Jedes Mal. Eine Werbeagentur. Ja, die war das letzte Mal schon sehr gut, Hunter. Die Werbeagentur hat mich das letzte Mal 10.000 Fans gekostet. Deswegen, ich vertraue dir, ich mach's nochmal. Lass diese Woche deinen am wenigen beliebten verfügbaren Bruiser Superstar in einem Match antreten. Dafür kriege ich Network Special. Gut. Nehmen wir mit. Network Special ist gut. Rhea tatsächlich. Was aber sehr geil ist übrigens, was wir ja jetzt haben, ist ja die wunderschöne Machtkarte To the Moon. Und To the Moon können wir überlegen, ob wir die jetzt Rhea oder Liv geben. Für die Frauendivision. Und Liv ist zwar cool von der Ausdauer her, aber um Rhea werden wir halt unsere Main-Event-Storyline drehen. Mit Gürtel und Titel und so. Das würde halt Liv helfen. Und sie hat ja die Fehde mit... Warte mal. Sie hat die Fehde mit Carmella. Und Carmella hat 80 Pop. Die reißt das Match raus. Bei ihr ist... Ja, ist aber auch nicht so viel Unterschied. 75, 80. 55, 54. Ich gebe das Mami. Aus Respekt vor Mami gebe ich das Mami. Lass mal einmal gucken, was wir jetzt hier aufbauen. Wir hätten jetzt das Potenzial für Carmella gegen Rhea. Zack. Wir haben das Potenzial für die Midcard. Braun gegen Axiom. Zack. Wir haben das Potenzial für... Wie kriege ich diese Fehde jetzt aufgelöst? Gibt es da einen Weg, wenn die nur auf 1 ist? Steel Cage? Gibt es keine andere? Würde das funktionieren? Mit Submission? Ich weiß, Submission hat ja den Stipulation, dass man 50% zusätzliche Rivalitätsstufenchance, ohne dass die andere geklärt ist. Ich versuche das jetzt mal. Man muss ja auch ein bisschen austesten, weil die ist halt nur auf 1 so. Hier haben wir, glaube ich, nichts mehr möglich. Okay. Aufbau würde ich sagen, dass wir hier das Titelmatch draus machen. Machen wir ein Extreme Rules draus. Komm, wir gehen so rein. Guck mal, was passiert. Dann müssen wir... Obwohl, warte mal. Wir brauchen ja eigentlich hier kein Dings. Wir wollen ja Ali gegen Dings aufbauen, ne? Ali gegen Truth, oder? Warte, wir bauen... Genau, Ilja gegen Gunther und Ali gegen Truth. Das heißt, wir müssen eigentlich bei Ali keine Werbung machen, sondern bei Ali müssen wir
eine Ausrichtungswechsel machen. Wir machen den Hilali. Hilali. Ist doch der Verein hier aus Saudi-Arabien, oder? Hilali. Wir starten mit dem Extreme Rules Women's Match. Mach meine Güte, Rhea verliert ja hier auch alles. Aber starten gut rein mit einem Vierer. Wir haben Muhammad Ali als Heel, Liv Morgan und Tiffany Stratton. Mal gucken, ob das überhaupt was kann, das Aufeinandertreffen. Ja, drei ist gut. R-Truth holt uns $15,000 rein. Mag ich. Wieso ist das denn schlechter? Oh je. Aber Axiom gewinnt gegen Braun. Booking aber so mittelmäßig. Und dann kommen wir hoffentlich zum Highlight. Gunther gegen Ilja. Wahrscheinlich hätte ich das als erstes stellen müssen. Gunther verteidigt. 4 Sterne. Also Booking ist okay. Midcard hätten wir ein bisschen anders booken müssen. Aber guck mal. Gunther und Dragunov direkt von 0 auf 2. Es hat funktioniert. Wir haben damit die 1er-Rivalität mit Muhammad Ali aufgelöst. Mut zum Risiko. Gute Show. Wildes Tech-Team, Alter. Omos und Damien. Bronson Reed gegen Seth Rollins. Bronson auch kein gutes Showing, ne? Ich mag den total gerne eigentlich. Aber gar kein gutes Showing bei der WWE. Unglaubliches Booking. Ja, wir müssen es nicht übertreiben. Also wir hätten die Midcard-Show tauschen müssen. Wir haben aber gegen... Wir sind aber, glaube ich, Zweiter nur. Ich glaube, wir haben gegen ECW verloren. Fädenaufbau passt auch. Wir sind auf dem Weg. Was kriegen wir an Geld? 35.000 Fans, bisschen wenig. Geld, 100k, ist mir zu wenig. Ich überlege gerade, nehmen wir jetzt die größere Arena-Chat oder machen wir jetzt nochmal so eine Show, kriegen die 600k und können dann Dings machen. Frischfleisch und Scouting. 600k, ich glaube, das wäre nicht so dumm, ne? Sich erstmal das To The Moon abholen. Ja, wir machen das erst. Und dann machen wir übernächste Show, machen wir das. Nicht To The Moon. Wie heißt es? Ich vergesse immer wieder. Homecoming. Wir haben Network Special bekommen. Jetzt Arena dann mehr Geld bekommen. Ja, aber guck mal, ich brauche jetzt nur noch eine Show, Jayco, und habe mir das Homecoming und kann mir dann einen Topstar holen. Mir fehlt noch so ein... Weißt du? Fantechnisch sind wir immer noch gut auf. Muss halt so ein bisschen aufpassen, aber... 2 Wochen bis zu WrestleMania. Mann, hala, hala, hala. Verdoppelt die Matchkosten einer konkurrierenden Brand für die Show nächste Woche. Der geht mir jetzt schon so dermaßen auf den Zeiger. Ja! Nee! Klar! Oh, ich traue mich nicht, die Ergebnisse zu gucken, ne? Also, Mick Foley und Teddy Long sind meine persönlichen Ernstfeinde. Ich verschwöre mich jetzt mit Eric Bischoff. Wir sind so. Gewöhn dich dran. Ist okay für mich. Wenn ihr nur so gewinnen könnt, Steini, erinnere dich dran, warum du überhaupt Champion warst. Ich kann es dir immer nur wieder ins Gedächtnis rufen. Erinnere dich dran. Das war nicht aus eigenem Antrieb letztes Jahr. So, wir machen wieder. Wie viel? Minus 2000. Ich höre direkt auf. Schlechte Neuigkeiten. Alle Spezialmatch-Kosten diese Woche doppelt. Okay. So, wir kriegen hier eine Physiotherapie. Ja, glaube ich, brauchen wir Stand jetzt nicht. Showlogistik ist uns ja gerade abgenommen worden. Die Entscheidung, also machen wir jetzt einmal die 600k voll. Hoffe ich. Was sagen denn die Machtkarten? Anfängerglück. Beliebtheit des wenigsten beliebten Superstars in deinem Roster um 15. Wähle einen gegnerischen Brand, verdoppelt den Preis ihrer Machtkarten im Shop nächste Woche. Das ist sehr teuer, ne? Wie teuer das ist, Anfängerglück. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier gegen das hier starten. Dass wir... Das hat ja gar nicht gezündet. Das lief gut. Ist das ein bisschen, wir müssten uns ein bisschen breiter aufstellen für die Promos und so. Vielleicht, ja, dann ist das mit dem Homecoming gar nicht so schlecht. Dann könnten wir uns einen Topstar suchen. Dann könnten wir uns einen Topstar für die Promos holen nächste Woche. Was wir nächste Woche machen können, ist eine Arena holen, Geld farmen und darauf die Woche einen Topstar holen. Aber an sich so passt das. Wir haben da gute Stories, aber mir fehlt in der Breite noch ein bisschen was. Obwohl, hier haben wir noch ein weiteres Match, das ist okay. Nur die Mania-Card ist, glaube ich, immer sehr groß. Hier darf uns halt keiner ausfallen. Ausdauer sieht aber überall sehr stabil aus. Carmella, okay. Der hat noch 30 aus der Ilja einfach herausfordern. Ilja einfach mal komplette Pause kriegt. Mal zum Checken, was der an Stamina dazu kriegt. Weil der hat jetzt 38. Merkt euch mal 38. Ja, wir brauchen ja keine Stipulations booken. Ne, was haben wir nochmal gekriegt? Wo kann man das nochmal sehen? Ah, hier. Wir haben bekommen doppelte Kosten, Matchkosten und ein Rivalen Brand aus der nächsten Stufe, eine Crew-Logistik. Doppelte Matchkosten ist ja Quatsch. Brauchen wir nicht machen. Nee, lass mal. Dann lass mal alles Basis. Wir bauen halt, dann verlieren die auch nicht so viel Ausdauer. Rein geht's! Keine teuren Showkosten. Umreo, moin. Boah, was bookt denn SmackDown? Das sind ja komplett nur 4-Sterne-Matches. Heidewitzgeil, Kapitän. Das ist ja ein krankes Booking bei SmackDown. Nur 4-Sterne-Dinger, ne? Crazy. Wir gucken mal unser Booking. Guter Start.
Geht die Fehde hoch auf 3. Geil. Wenigstens 3. Exim gewinnt schon wieder. Das ist zu wenig, aber die Rivalität steigt wenigstens. Ja, ist zu wenig. Ist eigentlich zu wenig. Also Rhea gewinnt bei uns aber auch nichts. So, Anfang und Ende ist gut, Mitte ist noch ein bisschen, hapert es noch ein bisschen. Aber sonst bin ich zufrieden. Aber SmackDown, sehr, sehr solides Booking. Aber für uns auch okay. Voll okay. Fäden steigen. Wichtig ist, dass wir jetzt über 100.000 machen. 33 ist wenig und 153. Und damit müssten wir unsere nächste Karte kriegen. Homecoming. Geil. Und pass auf, wir kriegen jetzt wieder einen von Teddy Long reingedrückt wahrscheinlich. Oder von Eric Bischoff diesmal. Komm, mach mal Eric, mach mal einen. Wieder ein griechischer Brand, zwei Superstars, die in der nächsten Woche an ihrer Show teilnehmen, werden verletzt. Zufällig ausgewählt, kann nicht in der Woche 25 eingesetzt werden. Die haben es ganz schön abgesehen in Season 2 auf mich, ne? Okay. Aufgrund der hohen Nachfrage kosten Machtkarten diese Woche mehr. Mohammed Ali kann diese Woche nicht an der Show teilnehmen. Passt. Muss ich Axiom sein? Ich wäre ein Rückkampf. Kriegste. Tiffany und ich haben in letzter Zeit viel geredet und sie hat die tolle Idee, dass wir zusammen ein Tech-Match machen sollten. Wieder einen gegnerischen Brand aus mit 0 Scouting-Punkten. Ja. Das Scouting-Punkte-Ding ist gar nicht so wichtig. Wir könnten jetzt überlegen, wir könnten das Stadion schon mal für 400.000 ausbauen. Das würde uns 175 generell schon mal generieren. Jetzt haben wir aber, warte mal, ich book einfach mal die Show und guck mal, was wir machen können. Wir können zumindest sagen, dass R-Truth Muhammad Ali herausfordert. Auch wenn der Champion ist, ist das egal. Dann würden wir aber die Fehde ein bisschen aufbauen, wenn Muhammad Ali schon nicht ran kann. Die wollten einen Rematch haben. Okay. Dann können wir fürs nächste PLE schon mal ein bisschen was generieren. Ich baue die Arena aus, habe immer noch 260.000 und könnte sogar noch. Entweder könnte ich das hier machen, damit kriegen wir Iron Man Match. Ich gehe hier mit. Dann nehme ich das auch noch mit. Dann haben wir zwar nur noch 160.000, aber Machtkarten, Wellness, das mache ich nächste Woche. Ich hole mir nächste Woche, ich sammle jetzt Geld, dann haben wir nächste Woche haben wir das PLE. Dann würde ich mir fürs PLE wahrscheinlich 2 Legenden holen, weil ich kriege ja jetzt nochmal so 170, wahrscheinlich sogar mehr, weil da kommt ja noch was drauf. Sagen wir mal, ich kriege 200.000 dazu durch das PLE. Dann kann ich mir 2 Legenden für Promos holen, die richtig abreißen. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Matchcard haben wir ja jetzt. Das passt. Ja, also mein Plan ist jetzt, Fischfleisch und Homecoming nächste Woche zu nehmen. Also ist alles gut. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Wieder ein griechischer Brand. Zwei Superstars, die in der nächsten Woche an ihrer Show teilnehmen, werden verletzt, zufällig ausgewählt. Kann nicht in Woche 25 eingesetzt werden. Ach, warte mal. Ich hasse diese Karte, ne? Okay, wir haben ein Problem. Problem an Kasse 3. Ist das, das ist so, das ist wirklich eine dreckige Karte, ne? Das ist eine richtig dreckige Karte. Also die ist wirklich, die Cactus Jack-Karte ist brutal. Die ist richtig ekelhaft. Jetzt ist die Frage, diese oder nächste? Aber er hat die davor die Woche gespielt. Ne, diese Woche. Muss diese Woche sein. Okay, dann müssen wir ganz kurz mal in die Trickkiste greifen. Kostet uns zwar mehr, wir werden eine absolut bescheidene Show haben. Wir werden nicht so viel Geld machen. Letzte Deal. Da müssen wir jetzt durch. Wir haben keine andere Wahl, aber ich werde nicht meine aufgebauten Fäden und alles verlieren für Mick. Warte, aber es steht dann nur, die im Matches sind oder gebuckt? Ne, es wird ein richtig stabiles Event. Freut euch drauf. Das wird richtig gut. Wir müssen jetzt echt eine richtige Mistshow abreißen, ne? Wir haben nicht viele Optionen. Wir brauchen noch vier Superstars. Das ist eine richtig dreckige Karte, ja. Das ist eine der schlimmsten Karten, die ich bisher gesehen habe. Real fucking talk. Das ist ja Wahnsinn. Ach du Heiliger. Der nimmt uns einfach komplett hops. Der nimmt uns die Show komplett hops. Aber wir haben das Commissioner-Ziel erfüllt. Wir kriegen dafür irgendwas anders. Ich denke schon, dass sich bei Promos jemand verletzt. Weil hier steht, an ihrer Show teilnehmen, nicht Matches. Die Karte im Dreier-Jam und Freundschaft enden. Ja, gut, dass keiner von uns Mick hat. Passt hier irgendwas zusammen? Das könnte Main Event sein. Ist halt alles scheiße, ne? Was soll ich euch sagen? Also, da wird nichts von besser. Egal, müssen wir jetzt durch. Müssen wir jetzt einmal schlucken. Wir kriegen aber trotzdem Geld. Freut ihr euch drauf? Welches Match anschauen? Wir können Eddie Pop gucken. Ich gehe das Risiko aber gar nicht erst ein. Ich gehe das Risiko nicht ein, dass ich nächste Woche beim PLE jemanden nicht habe. Ja, wir können es nicht anders dribbeln. Also da werden sich jetzt 2 Leute verletzen. Aber wir haben ja jetzt keine Kosten, ne? Ein bisschen. Ich nehme mal Wellness mit. Schadet nicht, das nochmal zu haben. Aber kann ich nicht... Ich könnte doch jetzt Wellness auch jemandem geben, weil die sind ja eh alle raus. Dann machen wir, gehen wir jemandem Wellness noch. Wellness. Wellness, Junge.
Wer hat denn am wenigsten Ausdauer? Carmella oder Rhea? Gib die mal Rhea. Machen wir jetzt Network Special noch rein? Ey, wird ein sehr gutes. Ich habe richtig Bock auf die Show, Chat. Was glaubt ihr? Wie viele Sterne machen wir? Hast du schon ein Bild von der Matchcard gemacht? Bitte. Kannst du machen. Ich hasse Mick Foley, ne? Ich glaube, wir machen 5 Sterne. Das war's. Chuck McWagon fällt 3 Wochen aus. Ich sage, wir machen 4 Sterne. Vielleicht. So, 2 haben wir schon. Wir machen 3 Sterne die Show. Der Titel ist jetzt schon, wir booken eine 3-Sterne-Show. Eine Booking passt aber, ja. Aber gut gebucht. 3 Sterne. Die anderen wollen wir ja gar nicht gucken. Also das ist ja... Mal gucken, ob wir wenigstens gutes Booking haben. So, wir haben gutes Booking. Oh. Oh, Mick. Freu dich drauf. Wir machen Minus-Fans. Ich habe noch nie Minus-Fans gemacht. Aber 243.000, Jungs. Okay, 243.000 ist schon eine krasse Summe, ne? Ich habe noch nie Minus-Fans gemacht. Ich habe noch nie Minus-Fans. Es sind einfach Leute, offiziell haben die neu gebaute Arena verlassen. Haben gesagt, boah, nee, also, nee. Chuck McWagon, den tue ich mir nie an. Das ist halt auch scheiße, weil wir jetzt die Fäden nicht weiter aufbauen konnten, ne? Aber wir machen gut Geld. Und jetzt holen wir uns richtig was. Wenn dann gehe ich an Brand mit 0 Scouting-Punkten in die nächste Woche startet. Kriegen wir jetzt wieder was gedrückt? Zum Glück kann man vieles nicht beim PLE einsetzen. WrestleMania Backlash. Die haben doch nach 2 Shows keine Karten mehr, oder? Wenn das so weitergeht. Alle Matchboni und Qualitätsboosts sind flöten gegangen. Gut. Das ist wohl das, was man noch das ist wohl das, was man dann Handicap GM nennt, oder? Ich habe dir mal vorsorglich ein paar Junge, dein Roster ist so dünn. Ich habe dir mal ein paar Leute rangeholt, damit hier überhaupt was geht heute. Boah, ist das krass. Also das habe ich von der CPU noch nie erlebt, oder? Hattet ihr es schon mal so extrem? Und der hohen Nachfrage kostet Machtkarten. Ja, okay. Man muss ja nicht gerade begeistert sein. Okay. Dein Roster wurden Talente hinzugefügt, damit du diese Woche eine Show buchen kannst. Diese Talente haben niedrige Werte und einwöchige Verträge. Ein paar Tipps in dieser Situation. Ja, ja, halt's Maul. Buche ein TSC-Match. Ein konkurrierender Brand kann der nächsten Show ihren aktuell beliebtesten Superstar nicht einsetzen. Nicht nutzbar in der Woche vor einem PLE. Okay. So, jetzt müssen wir kreativ werden. Aber ein echter Champion-Chat, der wird kreativ. Also wir müssten im Prinzip 3 Leute booken. Wir bräuchten einen Kämpfer. Wir bräuchten theoretisch einen Face-Kämpfer, eine Heel-Kämpferin und ein egal was. Ich bräuchte 3 Leute für die Matches. Wir nehmen Frischfleisch. 3 Superstars diese Woche kaufst um 50%. Wir gehen auf unsterblich. Wir haben 5 Scout-Punkte. Was habe ich gesagt? Wir brauchen Face-Kämpfer, Heel-Kämpferin. So. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen können, ist das. Das würde noch hinhauen. 4-5 Promotalent ist geil. So, ein ganz guter Korver. Dann habe ich gleich noch Scouting-Punkte, falls ich nochmal reagieren muss. Nee, kann ich nicht. Egal. Okay, Kämpfer. Guter Call. Okay. Dann müssen wir jetzt. Also es bleibt uns nicht viel anders, als jetzt richtig Geld auszulegen. Let's go. Bitte gönn mir was Krasses. Wenn ich schon so hops genommen werde, dann möchte ich jetzt wenigstens ein bisschen Revanche haben. Im Positiven. Ja, das kann man mitarbeiten. Also Trish ist eigentlich geil. Aber die haben mir ein bisschen zu wenig Pop. Wir müssten aber dann eigentlich Roddy am besten das Dings geben, ne? Das Homecoming. Oder nehmen wir die nur für eine Woche. Ja, dann wird es halt teurer Spaß, ne? Weil das ist jetzt keiner, wo ich sage, das ist jetzt so ein The Rock-Ding, wisst ihr? Oh, schwierig. Ich glaube nicht, dass ich hier für eine Homecoming-Karte verwenden würde. 27, 60. Das würde mich 120.000 kosten. Ich würde es halt mit der Show wieder reinholen. Wenn die mich so hops nehmen, muss ich halt so kreativ werden.
Ich gehe Risiko. Ich hab, mein Gefühl sagt mir, ich gehe Risiko. Ich sag euch jetzt gleich auch warum. Wir haben bei allen eine Fehde. So. Und ich sehe niemanden davon in Zukunft in dem Roster drin. Ich kriege jetzt für einige noch einen Bonus. Und das Ding ist, ich müsste denen jetzt sowieso die Karte geben. Das heißt, mir würde einer von denen jetzt sowieso wieder flöten gehen für ein, zwei Wochen, wenn ich Homecoming draufsetze. Ich kriege jetzt aber trotzdem Geld für das PLE. Ich kriege ja durch die Arena auf jeden Fall gut Geld. Und wir können sogar noch sagen, wenn wir wild sind, dass wir an der Showlogistik noch aufdrehen und sagen, wir holen nochmal plus 2500 Kapazität und nochmal plus 2 Dollar Ticketpreis rein. Das müsste, glaube ich, sogar Sinn ergeben. Dann haben wir zwar nur 100k, haben aber jetzt schon eine wahnsinnige Arena. Ich gehe da rein. Ich gehe Risiko. Ist alles ein bisschen schwierig so, aber TLC-Match werde ich auf jeden Fall noch booken. Da können wir irgendwie eins der Matches nehmen, die vielleicht gar keinen Fädenaufbau haben. Das Ding ist halt, die haben zwar keinen Fädenaufbau, ne? Aber guck mal, 83, 64, 76. Das muss irgendwo hier hin. Nehmen wir das mal vom Gedanken her weg. Dann hätten wir hier einen guten Start. Wenig Pop. Und auch keine Klassen, die so richtig 100% passen. Ordentlicher Pop und Klassen, die passen. Guter Pop und Klassen, die passen. Fehde. Und wir kriegen hier das Veto. Das können wir dann jemandem reindrücken. Kriegen hier ein bisschen. Das müssen wir jetzt mit Kohle mitsammeln. Aber die haben uns richtig hops genommen. Sowas habe ich noch lange. Das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass wir so hops genommen werden. Das ist brutalst. Und dann machen wir die hier einfach Werbung, dass die noch ein bisschen Geld einspielen. Obwohl, die müssten eigentlich eher Fans einspielen, ne? Das ist unser PLE. Schade drum. Ich hatte sehr viel Bock auf dieses PLE und es wurde uns direkt geraubt. YouTube, es tut mir sehr leid. Ihr seht ja selbst, was die uns antun. Rein in Backlash. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas von sehen müssen, oder? Ich glaube nicht. Leider. Leider nicht. Hey, dann aber beim nächsten PLE. Valhalla, Nikki. Guck mal, die Karte sieht auch nicht so krass aus. Nevermind. SmackDown hat bisher immer sehr gut gebuckt. Guck mal, 1,5 Sterne, das kriegen wir auch hin. Also das kriegen wir selbst mit unserem Ding hin. Hat jemand eben aufgepasst, wie viel wir ausgelegt haben? So 120k, glaube ich, ne? Für den PLE. Plus Dings, wir haben 150 für den PLE ausgelegt. So mehr. Und nochmal 50 die Arena. Wir haben 200 fürs PLE ausgelegt. Aber gut ist das für den PLE auch nicht, was SmackDown macht. Stardust gegen Seth Rollins. LOL. Okay, das ist krass. Vielleicht hilft uns ja der Shake-Up. Wer weiß. Axiom gegen Braun Strowman mit einer Fehde. Gut, die Werbung ist ja egal. Ilja gegen Jake the Snake. Eigentlich auch gar kein schlechtes Ding. Hatte Roman 2 Matches? Wie geht das? Das habe ich schon mal gehabt. Ist das ein Bug? Oder ist das eine Karte? Ja, ist zu wenig. Die harmonieren nicht so gut, die beiden. $1000. Way, super. Ilja gewinnt gegen Jake. Da ist halt überall nichts drin, ne? Da ist überall nichts drin. Geht ein bisschen hoch. Das muss doch knallen. Das sind 2,25er. Gut. Oh, bitte, bitte 4. Bitte 4. Mindestens 4. Dann bin ich zufrieden. Ist zu wenig. Immer tauschen müssen. Es ist zu wenig. Gefühlt auch noch keine Stipulation gebucht. Aber es ist okay. Schlechtes Finale, ja. Aber für die Voraussetzungen, die wir hatten, ist das alles nicht so Mist. Ehrlich nicht. Wir haben zweimal Rivalität ein bisschen gefördert. Aber ist natürlich zu wenig. Also so wie die uns hier hops genommen haben, vielleicht holt uns das hier ein bisschen raus. Ja, ist okay. 88 ist eigentlich okay. Und 272. Das ist sogar sehr, sehr stabil. Klar machen wir damit jetzt auf dem Papier nur 70k plus, weil wir sehr viele Ausgaben hatten. So. Aber das ist echt in Ordnung. Wenn wir mit jedem PLE 270 machen. So, wir haben eine Veto-Karte. Und wir haben jetzt nochmal ein Shake-Up. Kann nicht in der Woche, nutzt mal vor der Woche eine PLE oder in der Woche 25. Okay.
Aber unsere Fans von knapp 200.000 Vorsprung gleiten so langsam dahin und es sind nur noch 60-70k von Mick Foley. Also jetzt wird es dann doch nochmal ein bisschen spannend. Shake-up. Oh. So. Dann ziehen wir euch mal aus, wa? Außer da hat irgendjemand eine krasse Legende. Oh, Stardust. Ey, Stardust günstig schießen. Ja, wohl. Spezialist günstig schießen. Und dem könnten wir... Denk mal, wir könnten denen auch eine Homecoming-Karte geben, ne? Nee. Ist nicht so wirklich was bei. Aber vielleicht kommen die ja mit guten Angeboten. Raquel und Io gegen Braun Strowman und Axiom. 5 und 6 gegen 13 und 5. Und ich soll noch drauf bezahlen. Auf gar keinen Fall. Danke fürs Angebot. Ich lehne dankend ab. Tommaso Ciampa und Damon Kemp. Ich bin auf euch sowieso nicht so gut zu sprechen. Und ich werde euch, im Teufel werde ich euch auch nur einen Cent bezahlen, damit ihr aus euren Löchern da gekrochen kommt mit eurem wenigen Geld. Wo ist der Shake-Up? Leg dich mal lieber ins Zeug. Noch so ein paar Shows und deine Fans sind meine Fans. Bisschen harte Arbeit und dann war es das wieder. Gewöhn dich nicht ans Rampenlicht. So. Danke für den Rückkampf gegen Axiom. Das lief nicht wie geplant, aber danke für die Gelegenheit. Du verlierst auch konsequent alles. Shake-Up! Wir haben folgende Shake-Ups. Energielieferant. Wähle einen Superstar, wenn er in einem Match eingesetzt wird. Verlieren alle Teilnehmer weniger Ausdauer. Superstar im Main Event erhalte 3 Ring-EP zusätzlich. Oder Superstars erhalten 3 mehr Ring-EP durch Trainingspromos. Die sind alle ziemlich kacke. Wir können eigentlich nicht viel an Ring, also an Training-Promos machen. Klar ist plus 3 gut, aber wir haben jetzt auch niemanden so im super niedrigen Levelbereich, bis auf Ilya und Axiom. Und die brauchen wir für die Storylines, bei denen das Sinn machen würde. Main Event erhalten 3 Ring-EP zusätzlich. Das würde ich, glaube ich, noch mit am meisten. Oder? Energie. Wähle ein Superstar, wenn er in einem Match eingesetzt wird, verlieren alle Teilnehmer weniger Ausdauer. Aber das ist ja dann auch nur einer und wenn der halt nur eine One-on-One gegen den anderen antritt, ja gut, dann ist das halt so. Aber guck mal, die Ausdauer bei uns sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich würde das hier nehmen, Mittelpunkt. 3 Ring-EP im Main-Event. Weil das könnte mehrere treffen. Ja, ich nehme das. Wir nehmen für euch noch einmal was mit. Weil wir brauchen sowieso noch mal was im Roster. Und du siehst ja, dass wir gerade Probleme haben. Das wäre jetzt unser nächstes Ziel. Aber da brauchen wir auch noch ein bisschen Kapital. Wir können gerade nichts kaufen, was das angeht. Da müssen wir ein bisschen aufbauen. Im Moment machen wir ja gut Geld mit den Shows. Deswegen machen wir folgendes. 397 auf dem Tacho. Wir nehmen nochmal Fischfleisch. Und die wollten gegen uns schießen. Und jetzt wird's wild. Jetzt entwickle ich die Wut. Man sollte don't unleash the beast. Und das Beast ist unleashed. Aber was machen wir? Wir gehen auf jeden Fall wieder auf den Unsterblichen. Weil es ja logisch bei dem Geld. Jetzt ist die Frage, ob wir was vorgeben oder ob wir einfach auf Risiko gehen. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns nicht beschränken. Das Einzige, was wir noch machen können, ist das. Weil das sollte halt eigentlich schon so ein Unsterblicher haben, oder? 4 bis 5. Chat, go for it. Nochmal das Roster erweitern mit ein paar geilen Leuten, wenn wir hier schon so hops genommen werden im 1 gegen 3. Ich finde schon. Let's go. Gib mir einen Rock. Gib mir einen Hogan. Gib mir einen Stone Cold, gib mir, ich weiß es nicht, ich kauf sie alle weg. Alle. Das ist geil. Eddie kann sogar Kämpfer werden. Die Verletzungschance wird um 10% reduziert. 4 von 5 Promo, 71-72. Also, ich, ohne groß reden, wir haben 2 Cruiser und einen Bruiser drin. Und wenn die jetzt erstmal nur wochenlang Promos machen, es ist mir völlig Latte. Also RVD werde ich nicht nehmen, ich mag RVD einfach nicht. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, oder? Ich weiß, ihr sagt Eddie mit Homecoming, aber es macht mehr Sinn, Ray Homecoming zu geben, weil Ray noch ein bisschen teurer ist. Ich nehme die beide mit. Also Ray muss auch dabei sein. Ja, Eddie kriegt die Homecoming-Karte. Eddie, Viva la Rata ist fester Bestandteil von NXT 2.0. Willkommen. Eddie, wir sehen uns in 2 Wochen. So, und um euch mal ein bisschen schon mal auf die Folter zu spannen, für die nächsten Wochen, machen wir doch folgendes. Wer ist auf Platz 2? Ach ja, Hala, Hala, Hala. Oder ist mittlerweile ECW auf Platz 2? Wo kann ich sehen? Ich möchte jetzt sofort wissen, wer auf Platz 2 ist. Habt ihr euch das zufällig gemerkt, wer auf Platz 2 ist? Ich möchte jetzt sofort wissen, wer auf Platz 2 ist. Denn den nehme ich hops. ECW ist auf Platz 2. Okay.
Dann machen wir es doch mal. Ey, ein konkurrierender Brand kann in der Show nächste Woche ihren aktuell beliebtesten Superstar nicht einsetzen. Ich nehme dich so hops, ich schwöre es dir. Huch, kannst du ja einen neuen holen. Scout doch mal einen neuen. Huch. Oder auch nicht. Null Scouting-Punkte in dein Gesicht. So, und jetzt können wir noch überlegen, ob wir noch einen weiteren nehmen. Jetzt 5 Wochen nehmen, habe ich noch 60.000 auf dem Kerbholz, aber ich mache halt auch gut Reibach, ne? So, come at me, Bro. Ihr wollt Krieg? Ihr kriegt Krieg. Von mir aus rutsche ich erstmal auf Platz 2. Es ist mir völlig egal. Jetzt ist hier Karl Sala. Wir booken nächste Woche. Ich hab Bock. John Cena, Eddie Guerrero, Rey Mysterio. Eddie wird fest. Nächstes PLE machen. Nächstes PLE ist Hell in a Cell. Wir können die Geld einbringen lassen. Wir können die Fans reinholen. Aber wenn Krieg ist, dann richtig. Also das, was hier passiert ist, habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber sowas habe ich noch nie erlebt im GM. Also, dass man sich so auf jemanden einschießt und so viele Karten gleichzeitig irgendwie unabgesprochen abkriegt. Aber ey, vielleicht gewöhne ich mich schon mal dran, weil die beiden haben für Samstag wahrscheinlich auch schon einen Verbund geschlossen. Denn man muss immer auf den Stärksten gehen zusammen. Und der Stärkste in der Truppe bin ich. Dementsprechend müssen die beiden sich wahrscheinlich ein bisschen einstimmen. Also, YouTube, falls euch das Ganze gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Gerne einen Daumen nach oben, falls euch das gefallen hat und auch ein bisschen Support für die Schellen, die ich hier gekriegt habe von diesen 3 CPU-Mitspielern, die meinten, es würde jetzt sehr viel Sinn machen, alleine nur auf mich zu gehen. Samstag um 13 Uhr, denke ich mal wieder, bei Steini gibt es den zweiten Teil, den finalen Teil vom GM-Mode. Wir werden komplett durchbucken, denke ich, bis Mania. Also könnt ihr da auch reinschauen, dann seht ihr das dann auch nochmal, wie es ist, wenn mehrere Leute sich gegen mich verbünden. Ja, falls ihr das nochmal sehen wollt. In diesem Sinne, YouTube, Daumen hoch, Abo dalassen, gut Kick an euch und wir sehen uns demnächst zur nächsten Episode, Nummer 2.